Hi und willkommen zu einem kleinen, aber feinen Clash of Clans Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich ein etwas ernsteres Thema mit euch ansprechen. Kommen wir direkt mal zum Punkt. Ich habe nämlich heute in diesem Video vor, diesen Clan hier aus Gründen zu verlassen und dementsprechend auch aus Gründen einen neuen Clan zu eröffnen. Jetzt fragen sich bestimmt einige Leute, warum das denn der Fall wäre, warum ich diesen Clan überhaupt verlassen möchte. ETC. Machen wir es kurz und schmerzlos. Ich habe die Clan-Situation seit einigen Wochen und seit einigen Monaten beobachtet und, naja, habe zunehmende Inaktivität bei ziemlich vielen Clan-Membern zu spüren bekommen. Es gibt hier Clan-Member, die gar nichts mehr machen, die, einfach hier im Clan sind, um im Clan zu sein, die, sich nicht ihrer Liga anpassen, die auch dementsprechend kein Liga-Emblem haben, wie man hier sehen kann. Und auch generell Leute, die nicht spenden, aber anfordern und so weiter und so fort. Ich habe mich mit einigen Abonnenten zusammengesetzt, also mit einigen aktiven Abonnenten aus diesem Clan, auf einem dazugehörigen Clash of Clans Discord-Server zusammengesetzt. Wir haben eine halbe Stunde miteinander geredet. Also es waren um die 30 Minuten, mit denen ich, in denen ich mit den Leuten geredet habe. Und in diesen 30 Minuten kamen wir halt eben auf den Punkt, hey, es macht keinen Sinn mehr, diesen Clan irgendwie wiederzubeleben, weil das würde sowieso nichts bringen. Die Situation würde gar nichts ändern. Falls sich gerade einige fragen, wie viele aktive Abonnenten oder wie viele aktive Clan-Member denn bei diesem Gespräch beigewohnt haben, oder wie viele dabei waren, das waren Mario, meine Wenigkeit, und Weißbrot. Das waren die drei Leute, inklusive mir, die über das Clan-Geschehen gesprochen haben. Und naja, wir drei kamen dann letzten Endes auf den Punkt, wir schließen diesen Clan, machen einen neuen auf. Ich werde diesen Clan auch sofort verlassen. Nur damit ihr sehen könnt, ich habe hier einige aus dem Clan rausgekickt, die gar keine Liga-Zugehörigkeit hatten. Das waren nicht wenige. Das waren echt nicht wenige. Es waren, glaube ich, 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und in dem Sinne, ja. Lorenzo freut sich zwar gerade, dass sich um die Aktivität gekümmert wird, aber das war sowieso nur der Fall. Ich habe halt die Leute rausgeworfen, weil, um halt zu zeigen, hey, es sind inaktiv, die machen nichts. So, die greifen nicht an. Ne, was seid ihr in unserem Clan, wenn ihr an eurem Dorf nichts tut, außer vielleicht zu sammeln oder, keine Ahnung, an hier und da mal an Clankriegen teilzunehmen, wenn ihr nicht angreift, um eure Lootstände zu verbessern. Ja? So, ihr könnt nicht sagen, dass ihr mit euren Sammlern genug Gold und Elixier sammeln könnt, um verschiedenste Gebäude zu verbessern. Das ist nämlich Schwachsinn. Und das zeugt halt auch so ein bisschen von der Inaktivität. Und aus diesem Grunde werde ich diesen Clan jetzt verlassen und werde einen neuen aufmachen. So, ich weiß gerade gar nicht so genau, wie das funktioniert. Vielleicht auf jetzt beitreten gehen. Clan gründen. So ist es nämlich. Ja, also, kein böses Blut gegen die Leute, die im Clan sind persönlich oder die im Clan waren persönlich, aber bei einigen habe ich doch verdammte Inaktivität mitbekommen. Auch gerade der Anführer dieses Clans war auch schon seit längerer Zeit ziemlich inaktiv und wenn selbst der Anführer inaktiv ist und du den halt nur schwer zu fassen bekommst, um ihm zu sagen, hey, tritt doch mal ab, damit hier andere Leute vielleicht, die aktiver sind, Anführer sein können. Und er macht das nicht. Und generell, ja. Also die Clan-Moral war halt echt im Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Und aus diesem Grunde, wurde dieser Entschluss jetzt gefasst. Ich meine, von diesen 30, in Anführungsstrichen, aktiven Clan-Leuten haben sich drei zusammengesetzt. Obwohl das schon irgendwie vorher ausgemacht worden ist, dass wir uns an diesem Tag zusammensetzen wollten. Es wurde in die Clan-Gruppe geschrieben, also quasi hier in die Clash of Clans interne Clan-Gruppe geschrieben. Hey, es gibt einen Talk bezüglich der Clan-Geschichte und bezüglich der Fortsetzung oder mir fällt das Wort gerade nicht ein. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich meine. Aufgrund der Weiterführung des Clans. Und wir kamen, wie gesagt, auf den Punkt, ne, lass stecken. Wir brauchen
solche inaktiven Member nicht. Und da der Clan sowieso schon so gut wie tot war und der Anführer war tot, alle anderen waren tot und er hätte das Neuaufnehmen von irgendwelchen Leuten nichts gebracht. Gar nichts, okay? Gut. So, hätten wir das geklärt. Ich nenne diesen Clan auch wieder Random Army und natürlich auch hier die Beschreibung. Ja, moin! Und willkommen zu meinem Community. Clan. Ich möchte natürlich in diesem extra Infovideo ein Clan erstellen, damit ihr genau wisst, hey, wie heißt der Clan? Was hat er für einen Clan-Tag? Wie komme ich da rein? Also wir werden heute abklären, wie dieser Clan heißt, was er für einen Clan-Tag hat und wie er reinkommt und wie die Regeln aussehen und so weiter und so fort. Die Regeln stehen aber nochmal in der Beschreibung, wer sich die durchlesen möchte. Die stehen mit diesem Video hier in der Beschreibung. Lest sie euch durch. Wenn ihr die Kriterien erfüllt, könnt ihr gerne anfragen. Aber erstmal die Beschreibung, ja. Lassen wir erstmal so. Ist Platzhalter. Clan hat, würde ich sagen, nur auf Einladung und Trophäen sind 800. Kriegshäufigkeit ist zweimal die Woche. Und die Clan-Region ist Deutschland. Das ging doch relativ schnell, ehrlich gesagt. Wo haben wir denn hier Germanien? Da. Öffentlicher Kriegslog und Freundschaftskriege lasse ich auch mal kurz an. Das kostet sogar keine Gems mehr, sondern nur 40.000 Gold. Das ist ja gar nichts. LOL HD. Nice. So, das ist der Clan. Wer 800 Trophäen hat, kann reinkommen. Jetzt frage ich mich gerade nur auf Einladung, ist das die richtige, Ist das die richtige Art? Oder hätte ich doch offen für alle machen sollen? Ich könnte da zwar anpassen, aber was gibt es noch so für Möglichkeiten? Geschlossen, offen für alle, nur... Ja, das ist halt nur für Einladung dann. Das ist schon okay. So. Jetzt kommen wir zu den Regeln, Bruts. Ja, ich versuche sie euch mal ganz kurz hier wiederzugeben, damit ihr Bescheid wisst. Denn ich bin halt diesen Rotz mit dem alten Clan und keiner greift im Clankrieg an. Sie greifen falsch im Clankrieg an, sie spenden falsch, sie geben sich keine Liga-Zugehörigkeit und sowas. Ich bin das leid, ich brauche aktive Leute, ja, das ist halt erstmal das Wichtigste von allen. Ich brauche aktive Leute, ja, dass sie da Bescheid wissen. So, machen wir direkt mal dieses Textdokument auf, denn hier stehen die ganzen Regeln auch drin. Das sind die offiziellen Regeln des Clash of Clans Clans, der... Genau. So ungefähr. Bei den folgenden Regeln wird in mehreren Abschnitten unterteilt. Also ihr seht, die Regeln haben gewisse Ähnlichkeiten zu den Regeln von Blue Gamer. Wir haben sie auch grundsätzlich... Also Weißbrot hat diese Regeln soweit umgeschrieben. Ich habe sie nochmal so ein bisschen korrigiert. Und das sind die Regeln. Aufnahme von neuen Clan-Membern. Member werden nur von Vize oder höher aufgenommen. Also quasi entweder vom Vize oder von mir, denn ich bin der Anführer dieses Clans. Beitritt ab Level 55 und an der Rathaus entsprechenden Base. Also keine Rusher bitte. Ja, also wenn ihr Rathaus Level 8 seid quasi und ihr habt so gut wie nichts irgendwie auf den Stand von mindestens Rathaus Level 7 verbessert. Sagen wir mal, ihr seid frisch Level 8. Sagen wir mal, ihr seid frisch Rathaus Level 8 geworden und ihr seid nicht maxed Rathaus Level 7 in die Verbesserung reingegangen, sondern, was weiß ich, dazwischen. Die Mauern sind brachial und die Gebäude sind low. Dann bitte nicht anfragen, sondern halt nur dann, wenn ihr wirklich eine Rathaus entsprechende Base habt. Ne? Keine Rusher. Wer den Clan möchte, schreibt eine qualitativ hochwertige Beschreibung. Heißt eigentlich nur so viel wie, schreibt keine Standardanfrage, sondern sagt, hey, ne, ich würde gerne in den Clan kommen, ich bin aktiv oder ich kenne Kai oder sonst was. Lasst euch etwas Kreatives einfallen, um reinzukommen. Denn ich kann mir vorstellen, dass der Clan nach wenigen Stunden, nachdem dieses Video erschienen ist, schon voll sein könnte. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es hier 50 aktive Leute, die diesen Clash of Clans Shit ernst nehmen. Wenn es so ist, willkommen, ja? So.
Es werden keine YouTuber-Namen aufgenommen. Also wenn ihr so einen YouTuber-Namen habt, wie zum Beispiel jetzt in meinem Falle, wenn ihr euch Random Kai genannt habt und wollt in den Clan rein, könnt ihr das vergessen. Benennt euch um. Wenn das nicht geht, habt ihr Pech gehabt. Macht euch ein neues Dorf. Und ja, ich möchte hier keinen Leuten Plattform geben, die keine Individualität besitzen, die ihren Namen quasi auf den Nacken eines anderen YouTubers oder sonst wie nutzen. Ja, jetzt kann man natürlich noch überlegen, YouTuber-Namen, könnte man nicht, da nicht auch noch irgendwie sagen, sonstige Prominamen oder sonstige Künstlernamen. Weiß nicht. Ist der momentane Stand. Würde ich jedenfalls so schätzen. So, ne? Warum das Ganze auf YouTuber beschränken? So generell YouTuber, Promi, Künstlername, sonst wie, den man von irgendwoher kennt. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Wer bereits geflogen ist, darf nicht wieder rein. Einmal draußen, immer draußen. Wissen Sie Bescheid. So, zweiter Punkt ist Verhalten im Clan. Jeder Member muss pro Woche, und sonntags wird aussortiert, mindestens 100 Spenden haben. Wenn nicht, gibt es eine Verwarnung. Ja? Mehr dazu unter Punkt 4, kommen wir gleich zu. Man geht respektvoll miteinander um und wer Beleidigungen schreibt, fliegt mit sofortiger Wirkung. Ja? Keine Jumper. Ne, ich bitte euch, wenn ihr in den Clan kommt, dann seid euch auch sicher, dass ihr längere Zeit im Clan bleiben wollt. Wenn ihr irgendwann mal den Clan verlassen wollt, ist es okay, aber mit Jumper meint man quasi Leute, die kurz reinkommen, sich was spenden lassen und wieder rausgehen. So, das brauchen wir nicht. Ne? Also fragt nicht an, wenn ihr nach 10 Minuten wieder raus wollt. Wissen Sie Bescheid. CK-Regeln. Clankriege sind, und das ist wichtig zu wissen, ne, dienstags und freitags von 18 bis 20 Uhr. Also zwischen 18 und 20 Uhr. Wer nicht teilnehmen kann wegen Urlaub und so weiter, schreibt dies entweder einem Vize oder höher, also oder mir, oder ihr schreibt einfach eine Clan-Nachricht. Ja, also ihr könnt entweder einen Vize anschreiben, wenn ihr nicht könnt, oder ihr schreibt einfach eine Clan-Nachricht rein. Solltet ihr nicht können wegen Urlaub und so weiter und so fort, stellt euch im Falle einer Nichtteilnahme immer auf Rot. Okay? Ich kann aber ganz kurz gucken, wie das nochmal funktioniert. Denn so genau kenne ich mich damit auch nicht aus. Aber es gibt hier bestimmt irgendwo so eine Möglichkeit, sich auf Rot zu stellen. Glaube ich, hoffe ich. Denke ich. Ach, ich habe doch keine Ahnung. Hier vielleicht. Profil. Clankrieg raus. Ne, also geht auf euer Profil drauf, stellt euch hier auf Rot. Ne, also nochmal zum Mitschreiben. Klickt auf euer Profil. Hier ist der Clankriegs Wahlstand. Und ihr könnt hier auswählen, ob ihr im Clankrieg dabei sein wollt oder nicht. Raus ist rot, grün ist dabei. Das ist damit gemeint, wenn ich rot sage. Ne? Das ist damit gemeint, wenn ich sage, ihr stellt euch auf rot, wenn ihr nicht könnt. Gut. Hat jeder aber bestimmt schon beim ersten Mal verstanden, nur ich sag's trotzdem mal. Ich sag's trotzdem mal, Fräuleins. So. Das gleiche gilt auch für Spenden. Ne? Also in welchem Bezug das gerade steht, weiß ich nicht. Könnte ich auch eigentlich rauslöschen, weil das halt in keinem Bezug zu irgendwas steht. Aber im CK greift jeder seine Nummer an. Ja? Die 28 zum Beispiel greift die 28 an. Wenn ihr 10 seid, greift ihr die 10 an. Wenn ihr die Nummer 10 habt, greift ihr auch die 10 an. Keine Farmtruppen wie Kobolde macht Sinn. Kobolde sind nur ein Beispiel, es gibt weitere Farmtruppen, die man nicht nutzen sollte. Wenn nur noch 2 Stunden übrig sind, darf jede Nummer angegriffen werden. Und wenn du zum Beispiel Nummer 25 bist, aber die 27 nur einen Stern geschafft hat, kannst du die Nummer jederzeit verbessern. Also Optimierungsarbeit darf geleistet werden. So. Aber deine Nummer muss auch schon angegriffen worden sein dafür. Ne? Weißt du Bescheid. So. Förderungs- und Verwarnungsregeln, das letzte. Ja, also ältester wird man, wenn man 500 Truppen hat oder Vertrauen zu mir oder zu einem Vize aufgebaut hat. Beispielsweise durch Aktivität auf dem Discord-Server von mir, Link in der Beschreibung, oder indem ihr aktiv im Clan seid. So. Vize wird man nur bei genug Vertrauen zu Random Kai oder einem Vize. Ja, man darf nur einmalig danach fragen, ansonsten gibt es eine Verwarnung. Und ich würde generell nicht danach fragen, weil es ist so wie mit meiner Mod-Schaft oder wie wenn ich jemanden auf YouTube als Mod quasi einstelle. Alle Mods, die ich auf YouTube habe, denen vertraue ich und sie haben nicht gefragt, ob sie Mod werden können. Ja?
fragt am besten gar nicht erst, ob ihr Vize sein könnt. Wenn ihr wirklich so aktiv seid, dass das schon klar ist, dass ihr Vize werden werdet. Also wenn ihr wirklich aktiv seid, wenn ihr ein echt gutes Vertrauen zu mir oder zu anderen Vizes habt, zu Mario oder Weißbrot, denn die beiden werden auf jeden Fall Vize werden. Wenn ihr wirklich vertrauenswürdig seid, wenn ihr cool drauf seid, dann habt ihr eine gute Chance, darauf Vize zu werden. Ne? Aber nur einmal anfragen und ich würde nicht direkt nach zwei Tagen fragen, hey, ich bin aktiv, kann ich jetzt Vize werden? Sondern das braucht seine Zeit. Ne? Vertrauen braucht seine Zeit, Aktivität braucht seine Zeit. Wissen Sie Bescheid. Bei zwei Verwarnungen fliegt man sofort aus dem Clan und darf auch nicht mehr reingehen. Ja, einmal raus, immer raus, ihr kleinen Dreckschweine. Wer mit Farmtruppen im CK angreift, bekommt eine Verwarnung. Kobolde sind da ein Beispiel wieder mal. Und wer eine falsche Nummer angegriffen hat, bekommt eine Verwarnung. Wenn man Kais Nummer, also wenn man mich angreift, fliegt man sofort. Also verscherzt es euch bitte nicht, ja? Ihr wisst, wie mich das triggert, wenn es da draußen Leute gibt, die... Ja, wobei, momentan triggert es mich nicht mehr so krass, aber damals hat es mich halt verdammt getriggert, als ich halt meine Nummer angreifen wollte, mich extra vorbereitet habe, angefordert habe und dann habe ich gesehen, oh, ja, meine Nummer wurde schon angegriffen, obwohl es noch nicht 2 Stunden sind. Klar, ne? Angreifen, meine Nummer angreifen darf man nicht, außer wenn natürlich hier wieder die 2-Stunden-Regel in Kraft tritt. Ne? Wenn nur noch 2 Stunden im Kernkrieg übrig sind, darf man jede Nummer angreifen, quasi auch meine. Ne? Das ist die einzige Ausnahme. Ansonsten bitte nicht meine Nummer angreifen, greift eure Nummer an. Trollt nicht rum. Getrollt wird nicht, wer trollt fliegt. Wie es damals schon der gute Drachenlord gesagt hat. Na gut. Wer seine Nummer nicht angreift, bekommt eine Verwarnung. Oh, wissen Sie Bescheid? Also ihr seht, eine sehr verwarnungsträchtige Regelung hier. Ne? Ein sehr verwarnungsträchtiges Regelwerk. Und man darf nur spenden, um auf den nächsten Punkt zu kommen. Man darf nur spenden, was derjenige auch möchte. Bei Falschspenden oder sofortiger Entschuldigung wird verwarnt. Ja? Man darf jedoch demjenigen, der angefragt hat, fragen, ob er auch andere Truppen haben möchte. Ob das okay ist. Ne? Immer fragen. Wer nach einer Woche keine oder Spenden hat, bekommt eine Verwarnung. Also wenn ihr nicht gespendet habt, dann... also wenn ihr nicht 100 Spenden innerhalb einer Woche bekommen habt oder gemacht habt, dann gibt es eine Verwarnung. Und wie schon hier oben stand, Sonntagsaussortierung. Man muss mindestens an einem Sonntag 100 Spenden haben. Das Ganze ist aber natürlich so, das heißt, wenn Leute zum Beispiel, also es gibt da auch Ausnahmen bei dieser Regelung. Und zwar, wenn Leute, die zum Beispiel freitags oder donnerstags in den Clan gekommen sind, bei solchen Leuten, die halt freitags oder an sonstigen Tagen in den Clan gekommen sind. Bei denen ist natürlich auch klar, dass sie keine 100 Spenden bis zum Sonntag schaffen. Da ist es schon in Ordnung, so dass man da keine 100 Spenden schafft. Ich würde sogar echt sagen, dass man halt dann die, die Spenden bis zum nächsten darauf folgenden Sonntag zählt. Das heißt, wenn ihr quasi dann Donnerstag oder Freitag in den Clan kommt, habt ihr bis nächsten Sonntag Zeit, 100 Spenden zu schaffen. Und dann wieder eine Woche, um 100 Spenden zu schaffen. Und dann wieder eine Woche, um 100 Spenden. Und sie wissen Bescheid, ne? Gut. Eine Regel, die mir sehr gefällt. Ich darf jederzeit Leute kicken, das ist ziemlich geil. Aber wirklich hier bei Leuten, die ab Freitag neu in den Clan kommen, gilt die Regel, 100 Spenden pro Woche nicht. Ne? Ich würde sogar echt sagen, der nächstgelegene Sonntag zählt als Deadline für 100 Spenden. Das sind die Regeln. Ihr könnt es euch, wie gesagt, in der Beschreibung nochmal durchlesen, falls da irgendwelche Unklarheiten waren. Schreibt es in die Kommentare. Das wär's mit diesem Infovideo hier. Clan-Tag ist übrigens Hashtag, und das schreibe ich mir momentan auch, ich schreibe es mir auch mal auf, damit ich nämlich direkt Bescheid weiß. Warum geht jetzt gerade bei mir die Musik an? Ich verstehe es nicht. Thanks für nix, Bruts. Hashtag
Und warum ist das hier in der Fensteraufnahme drin? Ah. Weil das könnt ihr ja auch ruhig sehen. Das ist ja gar kein Problem. So, also Hashtag UGP 2QULP. Das ist der Clan-Tag, mit dem ihr diesen Clan hier erreichen könnt. Dass ihr da auf jeden Fall natürlich Bescheid wissen. Ja? Also, Hashtag UGP 2QULP. Da könnt ihr anfragen und vielleicht seid ihr auch schon bald ein neuer Member der Random Army. Wir werden es sehen. Bis zum nächsten Video. Wenn euch dieses generelle, wenn euch die generelle Thematik gefällt, von wegen, hey, Neuanfang, ne? Neuanfang des Clans, eine neue, aktive Community in Clash of Clans, dann, fragt an. Und wenn ihr gehypt drauf seid, gebt einen Daumen hoch oder sonst irgendwas. Haut rein. Ciao. Und jetzt erstmal einen Tee trinken. Ah, lecker.